Technik. Dynamik. Ständigen Wandlungen unterworfen. Systeme werden immer komplexer. Auch in der Bohr- und Frästechnik wird der Spezialist mit seinem Know-how immer wieder gefordert. Altmetall, der Spezialist für alle Anwendungsfälle in der Bohr- und Frästechnik. Fachkompetenz, gewonnen in fast 60 Jahren durch den Dienst am Kunden. Zukunftsweisende Konzepte, Lösungen für individuelle Problemstellungen. Zuverlässiger Kundendienst, Hotline. Weltweit stehen mehr als 160.000 Altmetall-Bohrmaschinen und Bearbeitungszentren im ständigen Einsatz. Altenmarkt, im landschaftlich reizvollen Oberbayern gelegen. Standort der Maschinenfabrik Altmetall. Hier entwickelt und konstruiert ein Team hervorragend qualifizierter Mitarbeiter die Altmetall-Produkte und erzeugt die Basisdokumente für die Fertigung. Bereits im Entwicklungsstadium werden mit Finite-Elemente-Modellen dynamische Simulationen durchgeführt. Die eigene Eisengießerei stellt die Gussteile für das Fertigungsprogramm der Säulen- und Ständerbohrmaschinen, Bearbeitungszentren und Sondermaschinen her. Die Weiterverarbeitung erfolgt auf modernsten Werkzeugmaschinen. Voreingestellte Sonderwerkzeuge für die Bauteilbearbeitung. Vermessung der Werkzeuge. Großteilbearbeitung mittels einer flexiblen Fertigungszelle. Die Bereitstellung der Werkstücke erfolgt in einem Palettenbahnhof. Ein bearbeiteter Bohrkopf auf dem Prüfstand. Finish-Bearbeitung der Pinolenbohrungen durch Hohne. Ein Halslager wird eingespannt und bearbeitet. Drehen der Hauptspindel. Die Gussteile werden durch die Lackier- und Trockenanlage geschleust. Im Hochregallager erfolgt die Einlagerung und Bereitstellung fertiger Bauteile für die Produktion. Einsetzen des Vorschubmoduls in eine AB-Maschine. Einbau der Hauptspindel. Funktionstest. Einsetzen der Riemenscheibe und des Riemens an einer AC-Maschine. Elektro-Endmontage. Programmerstellung und Testlauf. Hochspannungsprüfung. Bohrmaschinen im Leistungstest. Ermittlung der Drehmoment-Drehzahlleistungskennlinie der Arbeitsoperationen wie Bohren und Gewindeschneiden. Aber auch bei spanlosen Prozessen wie Fließbohren und Gewindeformen. BAZ35 CNC. Anbau des Spindelstocks und Installation der hydraulischen Versorgungsleitungen. Überprüfen der Elektrik.
Tellermagazin für den automatischen Werkzeugwechsel. Testlauf der Doppelgreifer. Maschinenabnahme. Nochmalige Kontrolle aller Funktionen. Kompromisslos. Schwimmender Aufbau des Vertikalschiebers im Kreuzteil des neuen BAZ G800. Einbau des Koordinatenfahrwerks in das Maschinengestell. Durch den Anbau der zweiten Seitenwange wird der Kraftfluss geschlossen. Die Energieführungsketten sind installiert. Testlauf der beiden Kettenmagazine. Die experimentelle Modalanalyse überprüft das Rechenmodell. Inbetriebnahme, Einfahren und Abstimmen. Bearbeitung eines Testwerkstücks durch Abteilung. Prüfung der Geometrie mittels Lasertechnik bei Bearbeitungszentren. BAZ 35 CNC beim Leistungsfräsen mit einer hartmetallbestückten Igelfräse. Zerspannungsvolumen 1000 Kubikzentimeter pro Minute bei hochfestem Stahl. Konturfräsen mit einem hartmetallbestückten Messerkopf. Komplettbearbeitung von Ausklinkwerkstücken mittels einer NC-Drehschwenkeinrichtung. Fräsen, Bohren, Reiben, Sägen. Jeweils 6 Werkstücke werden auf diesem Bearbeitungszentrum BAZ 35 CRC LB zu Teilen für Pkw-Lenkeinrichtungen bearbeitet. Digitalisieren von Freiformflächen, für die keine Daten existieren. Digitalisieren und anschließendes Konturfräsen von Freiformflächen in hochwertigem Holz. Fünf Seiten Konturfräsen eines Kupplungselementes mit einer NC-Dreh-Schwenkeinrichtung. Eine 6-Stationen-Rundtakt-Transfermaschine bearbeitet Flanschwellen für Pkw-Getriebe. Das Be- und Entladen erfolgt während der Bearbeitung. Diese 6-Stationen-Rundtakt-Transfermaschine bearbeitet Automatikgetriebegehäuse. Werkstückwechsel mittels Portallader.
Gleichzeitiges Vorbohren, Aufbohren und Reiben mit patentierten Mehrspindelköpfen, AMSK. Säubern, Entgraten und Ausblasen der fertigen Teile. Qualitätsprüfung mit statistischer Auswertung. Die eigenen Mitarbeiter werden in verschiedenen Bereichen geschult. In betriebsinternen Seminaren werden den Mitarbeitern der Kunden die Besonderheiten der Bedienung sowie der Mechanik und Elektronik vermittelt. Die Ausbildung. Altsmetall bildet im eigenen Betrieb aus, umfassend und zukunftsbezogen. Eine Investition für die Zukunft und den Fortbestand des Unternehmens. Fertig zum Versand. Altsmetall, das heißt hoher technischer Standard und Fulltime-Service. Altsmetall, das heißt höchste Präzision für Ihre Fertigung. Altsmetall, so heißt Ihr Partner für die gesamte Bohr- und Frästechnik.